Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Ich Live-Treffen grüße Sie, liebe Telefon, Zuschauer, zum jetzigen den JFD ich grüße Sie, liebe Live-Treffen-Telefon. Zuschauer. Heute hier am Freitag, 14.08. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Das Headset hat einen Austausch erfahren. Aber ich glaube, hier von den Ausschlagepegeln müsste das passen. Gut, wir haben Abschluss der Woche. Die Indizes kommen nicht so recht vom Fleck. Es gibt ja im US-Markt hier kaum Veränderungen bislang. Der DAX konnte sich auch gerade so über die 11.000 Punkte just wieder retten. Alles sehr zäh zum Freitag. Deutlich geringe Ranges auch am Devisenmarkt und beim Goldpreis. Also ein Stück weit fehlt hier die Euphorie bzw. die Spannung vor weiteren Bewegungen. Und daher wollen wir uns trotzdem mal den Stundenchart von Nasdaq hier näher zur Brust nehmen, der hier wenig überraschend weiter im Abwärtstrend verweilt. Die Abgaben der jüngsten Zeit lasten hier weiterhin auf diesem Index und wir können hier zunächst eine Anpassung der Trendlinien diverser Natur vornehmen. Wir sind hier in einem Bewegungsimpuls, der hier abwärts gerichtet ist. Und wenn wir ins kurzfristigere Bild blicken, dann haben wir hier speziell unterhalb des heutigen Pivot Points anhand der 24-Stunden-Indikation, passt auch hier gut zu dem Verlaufshoch, der indikativen Verlaufshochs, auch hier dann aber rückwirkend eine kleine Widerstandszone, die, sofern der Index da nicht drüber geht, weiterfallende Preise begünstigen dürfte. Also maximal hier noch 4.528 rund und dann dürfte das aber auch schon wieder vorbei sein. Bis dahin scheint mir der Index gar nicht ansteigen zu können. Er dürfte ja schon vorher abdrehen, was dann hier im weiteren Tagesverlauf die Marke von 4.500 Punkte und tiefer zum Vorschein bringen könnte. Umkehrschluss hier am Tageschart gesehen haben wir dann natürlich hier den ja weiter intakten Abwärtstrend, also hier die Stabilisierung im Sinne eines Pullbacks im Bereich 4.545 Punkte. Das wurde hier relativ schnell zerschlagen, also hier nach diesem bullischen Auftakt vom Montag war hier im Prinzip ja schon ein kleiner Pullback erwartet worden, hier durch diese blaue Linie skizziert, dass das dann natürlich so heftig ausfiel am Dienstag, wie es dann eben geschah, war so fast nicht zu erwarten, aber mit der Unterschreitung eben hier auch per Daily Close von dem Level 4.545 Punkten eben, was jetzt hier übrigens als Widerstand fungiert, war im Prinzip klar, dass hier der nächste Test bis zum Bereich 4.465 erfolgen musste. Das geschah auch hier durch eine Spike-Kerze. Wir erinnern uns an das Reversal hier vom Mittwoch, also starker Ausverkauf und dann bis zu den Abendstunden wieder starkes Reversal, aber grundsätzlich bleibt der Index jetzt hier rückschlagsgefährdet. Das wirkt überhaupt nicht bullisch. Insofern hier unterhalb von 4.545 Punkten eher nochmal ein Lauf in Richtung 4.465 zu favorisieren. Das scheint hier zunächst das erste Ziel zu sein, bevor es im Ausdehnungsfall Korrekturfortsetzung natürlich dann noch deutlich tiefer gehen könnte. Ein mögliches Ziel wäre dann 4.350 Punkte etwa. Da sollte sich der Index dann hier im Sinne der letzten Stabilisierung hier vom April-Mai und dann auch nochmal hier im Juli fangen können, wenn es denn so tief geht. Aber danach sieht es eben aus, weil diese direkte Trendfortsetzung hier impulstechnisch schlug ganz klar fehl. Wir haben jetzt hier ähnlich wie beim DAX oder auch dem Dow Jones und anderen Indizes tiefere Tiefs gemacht und entsprechend tiefere Hochpunkte generiert. Und das lässt hier ergo eigentlich nur den Schluss zu, dass der Markt in Bälde den nächsten Abwärtsswing vollziehen müsste. Ja, bullisch beim Nasdaq 100 Index könnte man erst wieder werden, wenn wir hier deutlich über 4.550 rausziehen. Hier 4.585 wäre so ein Trigger-Level. Das wäre auch hier die Montagskerze, Schrägstrich das Opening der Dienstagskerze. Könnte man wieder ein bisschen Fantasie bekommen, auch eben, weil dann eben die jetzige Widerstandszone 4.545 Punkte überwunden wäre, aber so recht scheint hier keine Dynamik aufzukommen und das sieht eben in Anführungszeichen sehr bescheiden aus. Also insofern die kommende Woche, wenn denn jetzt hier diese Abwärtstrendkanaltendenz, lässt sich übrigens sehr schön einfangen, hier das Tief vom 12. und hier das Tief vom 28.-27. Wäre das hier zumindest mal eine annehmbare Tendenz, die den Index hier mit Blick auf die kommenden Tage bis in den September hinein durchweg nach unten führen dürfte. Wir werden es uns nächste Woche nochmals genauer anschauen, liebe Zuschauer. Seien Sie gespannt, freue mich drauf. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal trotz möglicher Unwetter, Regen und Schauer eine entspannte Wochenendzeit. Und wenn Sie mögen, natürlich schalten Sie Montag wieder ein zur gewohnten Zeit. Früh ist das Devisenradar, dann im Tagesverlauf einige JFD Live Trading TV-Sendungen und der Rest folgt.
Step by Step. Wir informieren Sie, wünsche Ihnen auf jeden Fall was. Bis dahin, Ihr Christian Kimmermann und tschüss.